Von meiner Seite. Mein Name ist Helmut Bauer, ich bin Lehrer an der Handelsakademie 1 in Salzburg und beschäftige mich seit, naja, mittlerweile 10 bis 12 Jahren mit digitalen Tools und didaktischen digitalen Tools und habe diesen Vortrag auch schon öfter gehalten. Er muss natürlich jedes Mal wieder modifiziert werden, weil es sehr viele neue Tools gibt. Das Ziel wäre, dass man Tools besprechen, kurz probieren, die man wirklich dann morgen schon einsetzen kann, also möglichst einfach mit einer niedrigen Schwelle. Und meine Unterlagen liegen auf meiner Webseite powerpoint.com. Das sollte jetzt, glaube ich, jeder sehen. Und da habe ich den Punkt Unterricht 4.0. Und da habe ich jetzt einfach gestern noch schnell alle diese Tools, die ich mit Ihnen durchmachen möchte, aufgelistet. Wir werden einige probieren, einige nur kurz erwähnen, weil wir einfach auch nicht so viel Zeit haben. Und mir geht es einfach darum, niederschwellige Tools zu zeigen, die bewirken sollen, dass die Schüler einfach motivierter im Unterricht sind. Und man, das wissen wir ja alle, wenn es dann plötzlich heißt, Handys heraus, es ist doch für viele immer wieder überraschend und es gibt einen gewissen Kick. Und ja, ich möchte jetzt aber nicht zu viel Zeit verlieren. Wir starten einfach und wenn es Fragen gibt, bitte einfach die Hand heben, unterbrechen. Dann reden wir kurz drüber. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf meiner Webseite powerpoint.com, Unterricht 4.0. Und das Erste, was ich normalerweise, ich wollte Sie jetzt eigentlich überraschen, aber das funktioniert jetzt mit diesem Zoom leider nicht. Das ist das Wheel of Names. Ich habe das vor einer Stunde gerade wieder verwendet im Unterricht und man glaubt gar nicht, was passiert, wenn die Schüler wissen, sie können sich jetzt nicht zurücklehnen und einfach einmal schauen, was macht er da vorne, sondern sie können jederzeit drankommen. Wheel of Names ist ein einfaches Board, ein Zufallsgenerator für Namen. Man kopiert sich einfach die Namen da hinein. Wenn man angemeldet ist im Google, bleiben die Namen sogar erhalten. Und wenn ich dann da draufklicke, dann wirft es mir einen Namen heraus. Und ich fordere natürlich dann die Schülerin auf, also wenn es um Lösungen geht, was immer, diese auch zu bringen. Und ich kann dann die Schülerin entfernen. Und sie ist dann nicht mehr auf diesem Board und damit kommen auch die Schüler nicht zweimal dann dran. Also dieser Namensgenerator wirkt Wunder, weil er einfach erstens recht lustig ist für die Schüler und zweitens einfach sich keiner mehr zurücklehnen kann. Man kann den oben dann noch anpassen, andere Musik, Vollbild und so weiter. Ganz, ganz einfach, also wheelofnames.com ist das erste Tool. Das ist da an zweiter Stelle aufgelistet. Das nächste Tool ist der Classroom Screen, den werden viele von euch wahrscheinlich kennen. Der ist bei mir sehr, sehr oft im Einsatz. Das ist jetzt einfach ein Universaltool für den Unterricht. Und schauen wir uns vielleicht ein paar Funktionen an. Der Timer ist recht wertvoll bei einer Schularbeit, bei einem Test. Ich würde jetzt nicht die ganze Schularbeit diesen Timer da laufen lassen, aber 10 Minuten vor Schluss starte meistens diesen Timer und es gibt ja dann kaum mehr Diskussionen. Ich brauche nur 2 Minuten oder was immer. Wenn das Mittel auf die letzten 10 Minuten, dann ist irgendwann einfach mal Schluss und es kommt dann auch noch ein kleines Geräusch, wenn es wirklich vorbei ist. Also dieser Timer ist sehr wertvoll. Ja, Stoppuhr geht natürlich. Die Ampel ist insofern interessant, dass ich sage, okay, wir starten jetzt oder ich kann einen Hinweis auf die Lautstärke geben. Wir sind im gelben Bereich. Da gibt es dann allerdings dann noch was Besseres. Arbeitsmethode. Natürlich, ich kann das alles sagen auch, das ist vollkommen klar. Aber ich stelle das zum Beispiel jetzt einfach vorne ein und gleichzeitig den Timer dazu und sage also 15 Minuten Gruppenarbeit und los geht's. Und am Ende ist relativ klar, wann das Ganze vorbei ist. Text, also ich kann jeden beliebigen Text notieren, kann auch zeichnen. Also wenn ich gerade eine Maus habe, vielleicht ein Tablet mit Stift, macht das Sinn.
QR-Code ist interessant. Also wenn ich sage, geht's mal bitte mit die Handys auf diese Seite, dann funktioniert das auch ganz gut. Also ich kann dann für jede Seite den QR-Code erzeugen. Interessant ist dann die Lautstärke. Also wer wirklich was angeschlossen hat, ein Mikrofon, kann da die Lautstärke messen und auch eine Glocke auslösen lassen, wenn es zu laut wird. Ich meine, das ist jetzt natürlich eher für untere Schulstufen interessant. Würfeln, ja, okay, wenn ich es brauche, kann ich es verwenden. Und es gibt auch einen zufälligen Namensgenerator, so ähnlich wie wir es zuerst gesehen haben. Der ist ein bisschen einfacher, aber ich kann da auch sehr schnell die Namen hineinkopieren und dann eben den Namen auswerfen lassen. Hintergrund kann ich jederzeit ändern. Wenn ich sage, ich möchte gern da irgendeinen anderen Hintergrund haben, stelle ich den ein und dann habe ich was immer im Hintergrund. Leider Gottes ist dieses Tool auch mittlerweile zum Teil zumindest kostenpflichtig. Allerdings das, was wir jetzt gesehen haben, funktioniert. Das wäre der normale Screen. Wenn ich eine Abstimmung haben möchte, geht es auch. Also ich bin jetzt links oben, ich bin eingeloggt, also registriert. Ich kann auf diese Abstimmung gehen und habe dann zum Beispiel vier Optionen. Die Schüler müssten dann allerdings konkret, wenn ihr Smartboard habt, da drauf klicken, herauskommen und die könnt ihr da abstimmen. Also ist wahrscheinlich jetzt nicht so spannend. Der Gruppengenerator ist vielleicht interessanter. Ich kann jetzt sagen, ich habe da, ich kopiere jetzt einfach mal diese Namen, ein zweites Mal, 14 Namen und ich möchte gerne Gruppen bilden, aber nicht die üblichen Verdächtigen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel sieben Gruppen zu zwei Personen, zu zwei Schülerinnen, dann wirft es mir automatisch aus, wer könnte zusammenarbeiten. Also das ist eine ganz praktische Funktion, das ist dieser Group Maker. Also insgesamt ist dieser Classroom Screen sehr wertvoll, weil er einfach sehr viel bietet. Alltagstools, wenn es schnell gehen muss, habe ich den immer im Einsatz und ich brauche mich grundsätzlich auch nicht anmelden. Also das geht, die Funktionen sind da möglich ohne Anmeldung. Ja, das wäre das da. WeTransfer möchte jetzt nicht genauer eingehen. Das kennen wahrscheinlich die meisten, wenn ich große Daten versenden möchte. Ich würde Ihnen empfehlen, sich dort anzumelden, weil dann einfach die alten Transfers noch sichtbar sind. Wenn ich das anonym mache, dann habe ich meine alten Transfers nicht mehr und sie verschwinden nach 14 Tagen. Der Point-to-Fix ist interessant. Und zwar, wie kann man den Point-to-Fix, ich muss nur schauen, ob das jetzt mein doppelten Monitor funktioniert, auf jeden Stick, auf jeden Drive installieren. Und wenn ich diesen Stick, also diesen Point-to-Fix dann starte, dann kann ich eben diesen Monitor einfrieren und ich kann jetzt da herum malen, egal in welchem Programm ich bin, kann ich so ziemlich alles machen und ich kann am Ende auch den Screen dann abspeichern. Also der ist insofern interessant. Wenn ich auf einer beliebigen Webseite bin und ich möchte einfach Dinge verdeutlichen, dass ich sage, das ist wichtig, das merkt euch bitte, das ist entscheidend und das ist entscheidend. Also ich kann da alles Mögliche machen mit diesem Point-to-Fix und der Vorteil ist, der wird einfach nur auf einem Laufwerk abgelegt und über dieses kleine Steuerelement kann ich das dann verwenden. Am Ende sage ich dann, okay, wir speichern das Bild fürs nächste Mal. Das wäre jetzt Steuerung C, dann als Screenshot oder ich sage dann einfach speichern und fertig. Das Ding wirkt antiquiert, ist es auch, aber er funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut und deshalb würde ich auf jeden Fall den auch empfehlen im Alltag. Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Ach so, ja, ich habe es befürchtet. Also der Point-to-Fix, das ist mir schon mal aufgefallen, weil ich habe zwei Monitore und ich bringe den nicht auf den Monitor, der gezeigt wird. Jetzt haben wir, sehen Sie ihn wieder, oder? Mein Monitor. Unterricht 4.0. Ja. Okay. Also da müssen Sie mir jetzt einfach nur mal vertrauen und den Point-to-Fix einfach mal installieren, starten und dann er ist sehr einfach. Also er ist eigentlich selbsterklärend. Also das wären jetzt allgemeine Tools, die ich alle im Einsatz habe, im Alltag.
und die man wirklich sofort einsetzen kann, weil einfach die Schwelle sehr niedrig ist. Das Zweite, was für mich sehr wichtig ist, sind diese kollaborativen Tools. Und es ist klar, ich meine, ich kann natürlich im Unterricht die Schüler auffordern, sagt es bitte auf, was ist die Lösung, funktioniert seit 100 Jahren ungefähr gleich. Es ist allerdings interessant, was es bewirkt, wenn ich sage, macht bitte diese Übung, anschließend ein Foto und dieses Foto schickt es mir dann an die Projektion an der Tafel. Also das wirkt Wunder und da gibt es eben verschiedene Tools. Ich möchte jetzt mal mit Flinger beginnen. Das ist ein finnisches Tool, ein Whiteboard-Tool, sehr einfach. Man meldet sich einmal, registriert sich einmal. Es ist 5 Stück sind gratis. Und wenn ich dort zum Beispiel eine Test-Session mache, also Test 22.03. Create, dann sollte man eigentlich diese Test. Okay, ich bin schon wie beim Maximum wieder. Das heißt, 5 kann man machen. Wenn ich jetzt wieder eine neue brauche, dann sage ich, okay, ich lösche da jetzt eine und kann dann wieder eine neue Session machen. Also Session neu und dann zum Beispiel, ich mache es jetzt vielleicht von vorne nochmal kurz, das nehmen wir nochmal weg. Ich mache so eine kleine Vorbereitung auf diesem Whiteboard, indem ich einfach sage, okay, ich schreibe da jetzt meinen Text einer. Was erwarten Sie von dieser Session? Und send. Dann habe ich da einmal relativ frei diesen Text. Und ich könnte dann natürlich auch noch verschiedene Objekte verwenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich erwarte mir neue Ideen und so weiter, dann habe ich da dieses Objekt und so weiter. Und damit der Schüler bzw. Sie jetzt mitarbeiten können, gehe einfach links her und öffne diesen QR-Code. Und wir können das jetzt probieren, indem Sie einfach mit dem Handy da mal einsteigen bzw. diesen QR-Code fotografieren und mal irgendwas auf diese Tafel da schreiben. Man kann auch natürlich diesen Code, den sieht man jetzt recht schwer, direkt an die Webseite hinzuschreiben, dann würde man auch in diesem gemeinsamen virtuellen Raum landen. Ja, vielleicht probieren wir das mal kurz. Ich muss mal schauen, mit meinem eigenen Handy. Genau, da tut es jetzt eh schon ein bisschen was. Und der Schüler mit dem Tablet geht oben einfach auf Send. Also ich weiß nicht, ob man das dann sieht. Rechts oben steht Send. Er gibt irgendeine Farbe her und kann dann ein Objekt nehmen, Circle, Subtitle, was immer. Und schreibt dann irgendwas hinein und Send. Und so kann ich sehr schnell Ideen sammeln, Lösungen sammeln. Und man sieht es da jetzt auch schon, ein kleiner Tipp. Es gibt dann Schüler, und das kommt sehr schnell, die schnappen sich die Dinger dann und schießen die durch die Gegend. Weil es kann momentan jeder auf jeden zugreifen. Und das ist für die Schüler wahnsinnig lustig, wenn man dort den Nachbarn dann herumschießt und so weiter. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, links bei Session Rules einzustellen. Man kann nur noch den eigenen steuern. Das ist ein Riesenvorteil, weil jetzt kann ich nur noch meinen nehmen, den glaube ich habe ich geschrieben, aber ich kann, also ich als Ersteller kann natürlich alle, aber Sie glaube ich können nur noch den eigenen herumschießen. Und deshalb, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, dass man da sagt, das, da mache ich Einschränkungen, beziehungsweise dann, wenn ich auf X gehe, dürften Sie gar nichts mehr machen können. Und ich kann immer, weil ich ja der Ersteller bin. Und das ist auch wirklich ein sehr einfaches Tool.
einmal anmelden, 5 sind gratis, ich kann größer, kleiner stellen und ich kann dann ordnen und sagen, ja, das, das und das möchte ich und fertig. Und wenn ich jetzt noch mal kurz herausgehe, so, dann ein kurzes Beispiel, Session, da zum Beispiel, die Schüler sind aufgefordert worden, eben die Lösung zu kopieren, also zu fotografieren und dann online zu stellen und ja, wunderbare Schrift, aber ich habe natürlich dann die Möglichkeit, jeden zu nehmen und kurz zu schauen, beziehungsweise man sieht dann eben auch, was jeder Einzelne geleistet hat und das funktioniert, also mit Fotografieren der Lösung zum Beispiel funktioniert sehr gut. Das wäre eine Einsatzmöglichkeit oder eben Brainstorming, was immer. Also das ist Flinger, ist bei mir momentan am meisten im Einsatz. Das zweite ist Tweetback, auch sehr, sehr einfach. Der Vorteil ist, ich brauche mich da nicht einmal anmelden. Aber allerdings kann ich da nur Textfeedback machen. Als Lehrer gehe ich nur her und sage, Session erstellen, eine Chatwall, lass mich loslegen. Ich stelle eine Frage, was erwarten Sie? Fragezeichen. Absenden. Und der User, also in dem Fall jetzt Sie, müssten jetzt einfach auf tweetback.de gehen. Ich mache es jetzt auf einer anderen Seite aus. Und gib als Session-IT dieses 8E8ZE ein. Also das muss der Schüler dann natürlich bekommen und das sieht er ja auch. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel kopiere und gehe da ein und sage Session-ID, Session beitreten, dann bin ich sofort da drin und ich kann dann sehr schnell eben die posten und ich kann Antworten geben oder was immer. Also das ist auch sehr einfach. Es hat gewisse Vorteile, weil ich einfach Textantworten geben kann und ich kann dann am Ende noch gegenseitig Likes vergeben. Also das wäre ebenfalls eine Möglichkeit. So. Ja, also das, da habe ich zum Beispiel jetzt einen Beitrag, dann sage ich, okay, das gefällt mir. Und das kann ich ebenfalls liken und dann kann ich natürlich über diese Schiene auch eine Abstimmung machen. Es gibt dann ein paar Möglichkeiten. Das ist jetzt die einfachste Form. Ich kann dann sagen, zum Beispiel, ich mache ein Quiz draus, Quiz-Feature einschalten, ich schalte die ein, dann sage ich Plus und ich hätte dann gern Ja, Nein, A, B oder Multiple Choice mit 4 Antwortmöglichkeiten und der Schüler kann dann da draufklicken und ich habe dann auch eine Möglichkeit abzustimmen. Lustig ist die Panik-Session, die ist allerdings für die Schule, naja, fraglich, ob wir die in der Klasse brauchen. Im Hörsaal macht es vielleicht Sinn. In der Panik-Session kann ich jetzt angeben, zu schnell, zu langsam, zu leise, bitte ein Beispiel, letzte Folie noch einmal und so weiter. Es ist ganz lustig, ich meine, in der Klasse wird man schon eher wahrscheinlich das spüren, ob man zu schnell ist oder fragen, aber es ist halt ein Feature, das finde ich ganz lustig, könnte man hernehmen. Also wie gesagt, Tweetback eignet sich, wenn es wirklich schnell gehen muss, Textrückmeldungen, dann kann man es nach wie vor einsetzen, ein bisschen antiquiert schaut es aus, aber es kostet zumindest nichts und genau, Panik ist schon da. Also so gesehen, dürfte funktionieren. Das war Tweetback. Der Answer Garden ist insofern interessant, weil er auch sehr einfach ist, gratis ist, keine Registrierung und er macht dann eine Word Cloud. Wir können das probieren. Also ich bin jetzt anonym auf dieser Schweizer Seite. Ich sage dann einfach plus Session erstellen. Welche Tools verwendet ihr? Fragezeichen. Und dann sage ich da noch, die Einstellung kann ich grundsätzlich lassen, Länge der Antworten und so weiter. Ich brauche also da nicht für einstellen. Einen Tag wird das Ganze jetzt halten und ich sage jetzt Create. Und Sie können jetzt antworten, indem Sie einfach über diese Seite einsteigen und zwar answergarten.ch und die Session-Nummer ist eben
diese 23 93 451. Also man tippt einfach jetzt diese Adresse ein und schon ist man im gleichen, Raum. Ja. Geht das nicht über den QR-Code da unten auch? Genau, das ist die Alternative. Super. Ich habe da den QR und wenn man mit dem Handy mitarbeitet, ist wahrscheinlich so noch gescheiter. Ja. Und da ist natürlich jetzt so, je nachdem, was ich da jetzt hineinschreibe, wird die Word Cloud erstellt und natürlich die Begriffe, die öfter kommen, werden dann natürlich größer. Also wenn ich jetzt sage, sammeln wir mal was, genau, Teams wird wahrscheinlich recht groß geschrieben werden. Und so, Flinger, schreibe jetzt einfach meine. Und so weiter. Also man sieht, man hat am Ende ein interessantes Beispiel oder eine interessante Übersicht, weil man einfach sofort sieht, was dominiert. Also viermal Teams, dreimal OneNote, zweimal Flinger und so weiter. Und ganz großer Vorteil natürlich auch, weil es so einfach ist. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und das wären einmal die drei relativ einfachen kollaborative Tools. Padlet ist wahrscheinlich bekannt. Nehme ich mal an, wenn wir kurz einmal hineinschauen. Padlet ist natürlich insofern interessant, weil man halt ein bisschen mehr machen kann. Funktioniert ähnlich wie Flinger. Ich habe da zum Beispiel einmal, die Schüler haben eine App benutzt und der Auftrag war dann am Ende, das Ergebnis als Screenshot auf dieses Padlet zu schicken. Und da habe ich dann die ganzen Ergebnisse gesammelt. Padlet ist also ähnlich zu erstellen und über Teilen und QR-Code komme ich dann da drauf. Und ich denke mal, dass Padlet so weit bekannt ist oder eigentlich das bekannteste Tool ist. Es ist allerdings auch wieder mittlerweile eingeschränkt, dass ich sage, ich habe nur, ich glaube, 5 darf ich machen. Und sonst muss ich einfach wieder löschen und ich muss wieder ein neues erstellen. Also Padlet erstellen ist recht einfach. Die erstellen Auswahlwand. Dann habe ich da meine tollen Texte, mein leuchtendes Padlet mit dem Geschmack eines Abenteuers erstellt. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hintergrundbild, kann natürlich eigene Bilder annehmen. Und dann eben über die Funktion, lass uns loslegen, anfangen zu posten. Und wenn ich jetzt sage, teilen und QR, dann könnten wir jetzt einmal probieren, dass wir sagen, schickt mir mal ein Foto, ein frisch gemachtes Foto irgendwie aus der Umgebung. So. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Und use this picture, dann schicke ich praktisch das jetzt auf die Seite mit Publish. Und so schaut es bei mir da in der Schule, in meinem Büro aus. Genau. Und das war mal so einen fantastischen Becher. Also auch das funktioniert mit den Schülern sehr gut. Es gibt eine App, wenn man es installiert ist, macht man es meistens über die App. Und ja, da sehen wir es auch schon. Da hat jemand einen wunderbaren Garten. Das ist die perfekte Location für solche Sachen. Von den Funktionen her würde ich mal sagen, ähnlich wie Flinger. Und ich habe einfach auch Möglichkeiten, da Texte und Fotos zu posten. Wichtig nur, den gemeinsamen Raum kann ich über einen QR-Code
oder über diesen Link erzeugen, sodass also jeder in diesen Raum kommt. Ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, ich sehe jetzt nicht, wer abgegeben hat. Wie würden wir denn das Problem lösen? Genau. Da habe ich es normalerweise so gemacht, muss ich kurz schauen. Bin nämlich da angemeldet. Also ich habe die Schüler grundsätzlich gebeten, den Namen dazu zu schreiben. Also ich habe, wenn ich ein Foto abgib, dann habe ich, da steht ja dann als zweiter Schritt immer Betreff und eine Textzeile, da habe ich die Schüler dann gebeten, den Namen dazu zu schreiben. Oder wenn sie irgendwelche Lösungen fotografiert haben, haben sie einfach die Namen direkt dazu geschrieben. Okay, danke. Bitte. Das, also wahrscheinlich gibt es eine professionellere Version, aber wie gesagt, es muss immer alles sehr schnell gehen und deshalb ist das. Aber ich bin von Padlet schon überzeugt, funktioniert gut. Ich sage euch ganz kurz was, das kommt ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob diesen Menschen irgendwer kennt. Ich habe nicht herausgefunden, wer das ist. G.klärt. Ganz lustig, er heißt irgendwie, sein Vorname ist irgendwie mit G. Und der hat ein riesen Padlet gemacht zum Thema Videokonferenzen spannend und effektiv. Also der hat das selber gemacht. Und das wäre dann auch zum Schluss der Hinweis, da sind wahnsinnig viele solche Tools drin. Und der schreibt da zum Beispiel, wie kann ich bei einer Online-Session die Schüler mal aus der Reserve holen, indem ich sage, alle, die eine Jeans tragen, schalten die Kamera ein. Ob das wirklich funktioniert, ist die Frage. Aber er hat da halt miteinander kreative Lernprodukte, Apps und so weiter. Sehr viele Tools, die ich jetzt gar nicht dabei habe. Die wichtigeren habe ich dabei, aber wer wirklich Zeit hat, kann sich das einmal anschauen. Und der hat das in Form eines Padlets gemacht. Da kann ich jetzt natürlich nichts machen, weil das hat er so weit gesperrt. Aber es ist im Zusammenhang mit Padlet auf jeden Fall interessant. Steht unten unter Quellen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt geht es in Richtung Quizzes, also Sokrativ. Wer es kennt, es ist auch sehr einfach zu bearbeiten. Ich kann da sehr schnell ein Quiz machen und ich gehe da zum Beispiel her und sage, ich möchte jetzt auf die Schnelle Multiple Choice erstellen und richtig, falsch und dann gehe ich da her und sage Quiz Add und würde dann New Quiz sagen und dann sehr einfach, was möchte ich machen, Multiple Choice, Frage und die Antworten. Also das ist relativ leicht. Wenn ich es fertig habe, dann habe ich da bei Quizzes die Fragen und easy for me, also alle, die das kennen, da geht es um die Office-Pakete, sehr viele Fragen und ein sehr tolles Lernpaket, hauptsächlich in den Mittelschulen verbreitet. Die zum Beispiel hätten da jetzt irrsinnig viel schon gemacht und da kann ich jetzt auch zum Beispiel dann sagen, Launch, Easy for Me, also Space Race. Dieses Quiz möchte ich als Space Race zeigen und dann sage ich dann noch einmal auf Teams, 5 Teams, Require Names, Start und so weiter. Und da geht es jetzt darum eben, dass man Fragen beantwortet und je schneller man ist, desto schneller fährt die Rakete nach rechts. Man geht auf sokrativ.com und als Student loggt man sich ein mit dieser Nummer. Und dann ist man in diesem Raum und dann kann man an diesem Quiz teilnehmen. Und das ist leider haben wir jetzt nicht so viel Zeit, aber wer es mal in Ruhe probieren möchte, also sokrativ.com und dann eben Student Login und dann mit dieser Nummer. Ist natürlich jetzt aufwendiger, weil ich mir eben selber vorher die Quizzes erstellen muss. Blickers ist vermutlich das aufwendigste Tool, allerdings auch das spektakulärste. Der Schüler braucht kein Handy, wenn er antworten möchte. Und das ist das Interessante bei Blickers. Man druckt sich diese Codes aus, also jeder Schüler bekommt einen individuellen Code
Und dieser Code hat 4 Seiten, oben, links, rechts, unten. Es werden dann die Fragen gestellt und je nachdem, wie der Schüler oder die Schülerin diesen Code hochhält und ich mit der Blickers-App abscanne oder die Antwort gegeben, was man sieht, da steht ein kleiner Buchstabe oben, Antwort A, Antwort D und so weiter. Und jeder dieser Codes hat auch eine Nummer, Schülernummer 2. Und damit sammle ich ohne ein digitales Tool, nur über diese Karten, sammle ich dann die Antworten ein. Also es könnte so ausschauen, wenn ich sage euch das einfach einmal, ich habe da eine Frage. Der Schüler überlegt sich jetzt, wir kaufen Handelswaren gegen spätere Bezahlung, also für die Nichtbuchhalter wahrscheinlich Spanisch. Die Antwort C wäre die richtige. Also müsste der Schüler jetzt das Ding so herhalten. C ist oben und der Schüler Nummer 2 gibt dann diese Antwort ab. Ich scanne einmal durch die Klasse mit der App. Funktioniert sehr gut mit dem Scannen. Und das Interessante, wenn ich vorher die Namen der Nummer zugeordnet habe, sagt es mir sogar noch die Namen dann an. Also es ist ein wahnsinniger Überraschungseffekt, einfach weil der Schüler kein Handy braucht und trotzdem dann am Beamer eine Lösung abgeben kann. Allerdings natürlich aufwendiger und da muss man sich wirklich ein bisschen damit beschäftigen. Ja, Wakelet, möchte nicht genauer eingehen, ist ein interessantes Tool, dauert aber auch etwas länger zum Vorbereiten. Ich möchte jetzt eher wieder auf eins eingehen, das ich sehr überraschend gefunden habe und das nicht so bekannt ist, und zwar Anku. Ich finde Anku irrsinnig lustig, weil es schaut aus wie aus den 80er Jahren, aber funktioniert wirklich gut. Und zum Beispiel die Zielscheibe. Also ich habe da eine Evaluationszielscheibe, kann sehr einfach 4 Antworten geben. Wir lassen es jetzt einfach einmal so. Ich erkenne den Vorteil des heute erarbeiteten Vorgehens. Also das könnte ich am Ende der Stunde machen. Ich kann das Gelernte sicher anwenden und so weiter und kann beliebig viele Aspekte hinzufügen. Und wenn ich das jetzt erstelle, dann habe ich eine Zielscheibe und auch einen QR-Code. Und wenn Sie das jetzt einmal scannt, könnt ihr jetzt eben dann jeden Aspekt bewerten. Und das Ergebnis ist dann auf der Zielscheibe, man sieht sehr gut, wo man liegt. Also es ist von der grafischen Übersicht her, ich gebe jetzt mal irgendwas ein, Bewertung absenden. Also mir gefällt das irrsinnig gut von der Grafik einfach. Und der Teilnehmer sieht es nicht. Wir haben jetzt schon 5 Teilnehmer. Wenn er Lust hat, kann es gern noch machen. Und jetzt haben wir schon 7, ja. Also es funktioniert also sehr niederschwellig wieder. Und also wer den Code hat, ist dann eh drin. Und jetzt sehen wir schon, das ist das Ergebnis. Ich erkenne den Vorteil des heute erarbeiteten Vorgehens. Das wäre die Violette. Da haben wir sehr viel 9er und 10er. Schaut jetzt nicht so schlecht aus. Kann das Gelernte sicher anwenden. Liegen wir ungefähr da und so weiter. Also das Ergebnis ist interessant, einfach weil ich diese Zielscheibe, wenn ich es dann individuell gestalte, natürlich dann grafisch sehr gut aufbereitet habe. Man muss halt immer überlegen, für was kann ich das anwenden? Also was macht da Sinn? Und aber mit einer gewissen Kreativität kann ich natürlich da ganz gut arbeiten. Ja, also das wäre Anku. Und das nächste, das ist momentan mein Lieblingstool, weil es einfach unglaublich ist, was dieses Ding kann. Jetzt geht auch wieder um Quiz-Erstellung. Und ich habe jetzt einfach einmal... machen wir es vielleicht so, dass wir uns mal eins anschauen, wie es ausschaut. Ich habe da ein kleines Buchhaltungsquiz erstellt und
Da ist sogar Musik dabei. Ich hoffe, ihr hört die Musik auch. Das wäre jetzt eine Zuordnungsübung, die erste. Das heißt, Erhöhung, Bestand, aktives Bestandskonto. Aktive Bestandskonten wäre dann eben der Vermögen, Buchung im Haben oder Kapital steht im Passiver der Bilanz. Erhöhung, Bestand, aktives, Buchung im Soll und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann aber aus diesem Quiz auch zum Beispiel eine Game Show machen, automatisch. Wo findest du die Gegenüberstellung von aktiv und passiv? Das ist die Bilanz und das wäre die richtige Antwort. Ich kann aus diesem einfachen Quiz auch zum Beispiel dieses Spiel machen. Also Erhöhung, Bestand, aktives Bestandskonto buchen wir im Soll. Das heißt, ich muss das jetzt in die Wolke fahren lassen. Da oben ist die richtige Wolke. Fertig. Und dieses Game-Based Learning, man merkt also kaum, die Schüler merken eher kaum, dass jetzt da wirklich was lernen. Wenn ich ein sinnvolles Quiz mache, passive Bestandskonten sind 3 und so weiter. Also das ist das Interessante bei dem ist einfach, ich mache ein Quiz und kann dann verschiedenste Designs und Layouts automatisch erstellen. Zum Erstellen ist relativ einfach, Create Activity. Ich fange mit einem Quiz an, gebe einen Namen her, Test Quiz, stelle dann einfach eine Frage, wie heißt der Gesundheitsminister? Und dann halt ein paar Antworten, Rauch, Wolke, Feuer, Flamme oder was immer. Richtige Antwort wird markiert. Ich brauche eine zweite noch. Wie hieß der letzte, oder muss ich aufpassen, Kanzler? wie heißt der Kanzler? Und dann halt kurz Nehammer, Meierhofer und so weiter. Und fertig. Und bereits jetzt ist das Ding fertig und ich kann da machen, was ich möchte. Also ein normales Quiz, Open the Box zum Beispiel, noch nicht gesehen. Ich hätte dann, je nachdem, wie viele Fragen ich habe, verschiedene Boxen. Springt die Frage heraus, wie heißt der Gesundheitsminister? Rauch und fertig. Und nächste Frage. Meine falsche. Genau. Also man sieht, man kann sehr, sehr schnell ein Quiz erstellen mit einem unglaublichen Effekt. Und wenn ich auf Share gehe, dann publish ich das Ganze, hätte dann grundsätzlich einen Link oder auch natürlich auch wieder einen QR-Code. Und das ist insofern interessant, weil das Ergebnis sehr spektakulär ist mit dieser Word-Wall. Ja, gibt es daher bis daher mal eine Frage oder irgendein Hinweis? Naja, hat sich bei Word-Wall beim kostenfreien Account was geändert? Weil da kann man, glaube ich, nur 5 erstellen und die gelöschten zählen mit, oder? Oder hat sich das geändert? Genau, also es sind auch wieder 5, ich habe jetzt da 4. Aber die gelöschten zählen nämlich mit. Genau, da muss ich es komplett vernichten. Ja, das stimmt. Das ist natürlich wieder der Nachteil. Es ist fast bei allen so, alles, was einigermaßen erfolgreich wird, wird irgendwann einmal kostenpflichtig. Also bis jetzt habe ich das noch bei keinem erlebt. Sogar Kahoot, der Urvater aller kollaborativen Tools, ist mittlerweile kostenpflichtig, zum Teil zumindest. Und da sieht man halt, wenn ich wirklich von irgendwas begeistert bin, dann muss ich halt sagen, okay, ich investiere. Das wären ja 5 Euro pro Monat. Aber das, für mich ist immer das Kriterium, dass ich es möglichst ohne Kosten verwenden kann. Aber ist richtiger. Gut. Die Pingo
also kostenloses Live-Feedback-System, dieses Tri-Bingo, so wie das heißt, ist grundsätzlich ganz interessant. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Sign up for free. Ich kann mich da nicht ein, das ist interessant. Ich kann mich da nirgends anmelden. Ich muss da einer gehen und dann kann ich sagen, da oben einloggen. Also das ist komischerweise sonst nicht vorhanden. Und ich verwende das Ganze auch wieder für Abfragen, wenn es ganz schnell gehen muss, Single, Multiple Choice, Umfrage durchführen und habe dann verschiedene Session-Nummern, wo sie da Schüler oder die Schülerin dann einloggen kann. Okay, gehen wir dann vielleicht zum Whiteboard Fox. Das ist insofern interessant, wenn ich mit Stift arbeite und ich kann da natürlich jetzt mich ein bisschen austoben, wenn ich das Tablet am Beamer habe und ich kann dann halt wirklich sagen, ich male und bin relativ frei. Ich meine, diese Tools gibt es jetzt natürlich bei Teams genauso. Und aber ich habe da halt zumindest ein Tool, das einigermaßen problemlos und schnell funktioniert. Miro ist interessanter, weil es einfach ein bisschen hochwertiger ist. Und ich habe immer das Problem gehabt, die Mindmapping-Tools waren eigentlich immer alle kostenpflichtig oder schnell weg, wenn es funktioniert haben. Bei Miro habe ich die Möglichkeit, ein gemeinsames Mindmapping-Board zu erstellen. Und es geht also relativ leicht, wenn ich sage, ich habe da jetzt zum Beispiel meine Hauptüberschrift Tools und dann halt allgemein und dann schreibe ich wieder dazu Classroom Screen und so weiter. Ich meine, wir wissen ja alle, wie Mindmaps funktionieren. Und das ist insofern ganz interessant, weil ich halt da grundsätzlich schon die Möglichkeit habe, das dann auch zu speichern und auch mit der Zusammenarbeit, also das zu teilen und auch zusammenarbeiten lassen kann. Es ist zwar dann auch ab einem gewissen Grad irgendwann einmal kostenpflichtig, aber es geht noch. Und wenn ich sage, ich mache mir jetzt eine Mindmap, ich mache es halt meistens mit Lehrplänen und so und ich speichere mir das Ganze dann, kann ich grundsätzlich wieder löschen und mir das Ganze dann ja abspeichern irgendwo. Also ich habe da schon einige Möglichkeiten, sieht man da links an der Toolleiste. Derzeit verwende ich das für Mindmapping. Es kann allerdings noch viel mehr. Und zwar, wenn man sich das am Anfang einmal anschaut, es gibt da ein Brainwriting, ein Flowchart, für was man immer das brauchen kann. Und habe ich zwar noch nicht hergenommen, aber es gibt halt sehr viele Vorlagen, die man verwenden kann und die man natürlich dann auch ausfüllt. Je nach Unterricht und also wenn ich da irgendwas hernehme, dann habe ich das einfach als Vorlage. Bullseye-Diagramm könnt ihr also jetzt selber machen, quasi so ähnlich, wie wir es zuerst beschossen haben. Ja, also das wären einmal meine wichtigsten kollaborativen Tools. Ich glaube, wie lange haben wir bis 10:30, glaube ich, oder? Ja. Terminabstimmung. Die Doodle, glaube ich, kennt jeder. Doodle ist natürlich das Problem, dass man Google 1:1 alle Daten liefert. Deshalb verwende ich jetzt für einigermaßen seriöse Abstimmungen nur noch Termino. Termino ist von ist eine GVAT-Adresse, also einigermaßen seriös. Und man kann sehr leicht eben da Abstimmungen treffen, indem ich halt sage, wann hast du Zeit? Also letztes war jetzt irgendein Windline-Workshop und ich verschicke die Adresse und es funktioniert sehr gut. Also zu Termino würde ich persönlich jetzt verwenden anstelle von Doodle. Wenn es um gar nichts geht, dann ist mir Kolibri untergekommen. Da kann ich Termine abstimmen, allerdings
ich weiß es nicht, wer da dahinter steckt. Also ich, ist ein bisschen problematisch, das zu verwenden. Ja, und der letzte große Block ist Audio-Video-Animation. Explain everything. Ah, da habe ich einen falschen Text drin, sehr gut, weil ich gestern eine kopiert habe. So, das muss ich ausbessern. Also, explain everything. Wenn ich da jetzt mal einsteige. So, da habe ich jetzt die Möglichkeit, das ist sehr einfach, wenn ich das, gehen wir nochmal zurück, so, New Project, ja, da habe ich jetzt auch schon wieder verbraucht, zu viele verbraucht, da löschen wir das einmal. Es ist schon interessant, weil ich einfach ich kann da sehr einfach Videos aufzeichnen. Und zwar alles, was ich da jetzt bearbeite, was ich da herzeigen möchte. Jetzt wird das eigentlich wieder gehen, oder? Ja. Nehme ich meinen leeren Zeichenbereich. Und es geht sehr, sehr einfach. Also ich kann jetzt da sagen, ich mache es stumm. Ich gehe unten einfach auf Aufzeichnung, klick, jetzt läuft das Ganze mit und alles, was ich jetzt mache, wird aufgezeichnet. Das heißt, ich spreche normal auch dazu, ich habe das Mikrofon ausgeschaltet, weil das ja jetzt da in Zoom verwendet wird, aber ich könnte da jetzt schreiben, malen, zeichnen und die Aufnahme läuft immer noch. Und ich stoppe das Ganze dann irgendwann einmal und sehe dann unten schon die Ton- und die Videospur. Das heißt, wenn ich das laufen lasse, dann wird jetzt alles gezeigt, was ich da jetzt gemacht habe. Da habe ich mit meinem Castle angefangen und dann kommen irgendwann einmal die Objekte daher. Und das ist insofern interessant, wenn ich wirklich so ein kleines Erklärvideo machen möchte, mit wenig Aufwand und auch besprechen, dann habe ich nämlich da sehr einfach alles an Werkzeugen, die ich brauche. Also das heißt Explain Everything. Ich gestehe, ich habe mit dem noch nicht viel gemacht. Shotcut ist ein Videoschnittprogramm zum Download. Vorteil gratis. Wer also Premiere zum Beispiel von Adobe nicht verwendet, weil es einfach sehr, sehr teuer ist, kann mit dem sehr gut arbeiten. Das H5P oder H5P, da könnt ihr Videos, YouTube-Videos mit, da könnt ihr in YouTube-Videos Fragen einbauen und dann neu abspeichern. Das heißt, der schaut sich das Video an und plötzlich kommt eine Frage daher, wo er irgendwas beantworten muss. Ist allerdings auch zum Teil kostenpflichtig. Vocaro ist sehr, sehr einfach, wenn ich nur Ton aufnehmen möchte. Das heißt, wenn ich dort draufklicke, wird schon die Sprache aufgezeichnet. Also wenn ich für reine Tonaufnahme, wenn ich sage, ich möchte einen Podcast oder was immer machen, könnte ich sehr, sehr leicht mit Vocaro online ohne Anmeldung machen. Wo die Daten hingehen, ist mir leider nicht bekannt. Also das muss uns klar sein. Ja, Bowtoon und Movely sind jetzt einfach Tools für die Erstellung von Animationen. Wenn jetzt jemand dabei ist aus dem Hack-Bereich und die Videos kennt vom Hölzel Verlag, also die mache ich alle mit Movely. Es entstehen jetzt gerade die Videos für Band 5, Kennzahlenberechnung. Das Ganze ist sehr einfach aufgebaut. Man hat unten eine Leiste und eine Tonspur und ich kann dann einfach sagen, ich füge da ein Objekt ein, da oben zum Beispiel den Text, dann fahre ich unten weiter, ein paar Objekte einblenden, spreche dazu, das ist dann unten die Tonspur. Also mit Movely, es ist ein sehr, sehr einfaches Tool und
ist zum Teil gratis. Also man kann dann wirklich tolle Videos machen und am Ende dann als MP4 abspeichern. Also ich habe dann ein ganz normales Video und das kann ich also wirklich empfehlen. Wer es professioneller machen will, kostet dann $12 pro Monat. Gut. Learning Apps, glaube ich, wird bekannt sein. Das ist eigentlich auch so der Urvater der App-Erstellung. Persönlich mache ich es so, dass ich mir meistens ein fertiges App nehme, das mir gefällt und das auch einigermaßen oft verwendet worden ist. Da zum Beispiel 57.000 Mal verwendet und eine 5-Sterne-Bewertung. Dann kann man davon ausgehen, das wird passen, das wird nicht so schlecht sein. Und dann sage ich einfach dazu, ähnliche App erstellen und ich bessere das genau auf meine Bedürfnisse aus. Wichtig, anmelden, damit es in meinem Account dann vorhanden ist. Okay, das wären einmal grundsätzlich die Apps. Das war natürlich jetzt sehr schnell. Ich werde wahrscheinlich auf der BH Salzburg einen Tag zu diesen Apps machen im Herbst. Und wer Interesse hat, müsste einfach einmal nachschauen. Unterricht 4.0 wird es dann heißen. Und da können wir also einen Tag lang diese ganzen Dinge ausprobieren in aller Ruhe. Genau, da habe ich jetzt schon einen Hinweis. HFP kann offline mit Lumi erstellt werden. Sehr gut, genau. Und dann wieder eingebunden werden. Danke, Doris. Und da hätte ich jetzt noch eben einmal diese Übersicht, die ich schon gesagt habe. eteaching.org ist eine Übersicht mit Rezensionen. Schule.at hat einen großen Bereich mit der Auflistung von Tools und Bewertung. Und die Top 200, die zeige ich noch ganz kurz her zum Abschluss, da ist natürlich, sind Klassiker wie YouTube und so weiter auch drin, aber also mittlerweile schon Top 300. Und da sieht man dann eben die Aufsteiger. Und so, da haben so ziemlich alle aufgelistet, die irgendwie existieren. Gut, also das wäre von meiner Seite her jetzt alles. Wenn es noch Fragen gibt, glaube ich, haben fast keine Zeit mehr, aber wenn es noch was gibt, bitte melden und sonst bedanke ich mich auf jeden Fall mal schon für die Aufmerksamkeit. Danke. Herzlichen Dank, Dankeschön. Das war voll interessant. So ein kurzer Flug durch alle möglichen Apps und Plattformen, das war super. Genau, gibt es eine Frage? Meldet sich da wer? Okay, na. Okay. Denke nicht.